Gewiss, es gibt Zensur, aber nicht bei uns. Gewiss, es gibt diesen stummen Zwang der Verhältnisse von Kommerzialisierung und Quote. Dem können sich manche leichter entziehen, manche weniger leicht. Aber die stärkste Zensur, die übt ihr aus. Ihr, das Publikum, unser Publikum, mein Publikum, ihr, meine Leser und Zuhörer. Ja, ihr wisst es gar nicht, gell? Sie fragen sich jetzt, wie sollen denn Leser und Zuhörer Zensur ausüben? Und da habe ich eine schöne Stelle bei dem George Orwell gefunden. Es mag Ihnen ja vielleicht schon aufgefallen sein, ich habe den Sommer gewissermaßen damit verbracht, das Gesamtwerk von George Orwell zu lesen. Und schon dieser Orwell, der ja wirklich nicht unter dem Verdacht steht, blind gewesen zu sein für die Gefahren staatlicher Gängelung, der hat das gewusst und in hellsichtiger Weise so formuliert. Ein moderner literarischer Intellektueller, hat er geschrieben, lebt und arbeitet in einem Zustand ständiger Angst. Nicht so sehr im Hinblick auf die öffentliche Meinung im weiteren Sinne, als auf die herrschende Meinung innerhalb seiner eigenen Gruppe. Innerhalb der eigenen Gruppe, das heißt natürlich mehrerlei, das heißt der Gruppe der Autoren, der sich zugehörig fühlt, das heißt der Peer Group, die ihn liest, für die er schreibt, vielleicht auch des gesamten Milieus, innerhalb dessen er sein Leben führt, weil wenn er sich dem entfremdet, dann hat er wirklich ein Problem. Dieser Sachverhalt, wenn man ihn erst richtig begreift, der wirft natürlich total interessante Fragen im Hinblick darauf auf, etwa was man unter Mut von Autoren versteht. Mir ist zum Beispiel unlängst passiert, da hat mich irgendein hochkarätiger Kunstmensch irgendjemand anderen vorgestellt und gesagt, ich sei einer der mutigsten Autoren und Kritiker Österreichs. Und ich habe ihn dann hinterher gefragt, was an mir mutig sein soll. Ich meine, was soll denn mutig dran sein, wenn ich etwas sage, die Effekte hatten einen Knall und die Innenministerin, die verleumdet Asylwerber und veranstaltet Abschiebeshows für den Wahlkampf. Ich meine, wenn ich das sage, dann habe ich die Zustimmung von einigen 10.000 oder 100.000 Leuten und die Leute, die mir wichtig sind, die klopfen mir auf die Schulter und die Michel Leitner und die Factor, was sollen mir die schon tun? Böse sein können sie auf mich, sofern es sie überhaupt kratzt. Und wenn die Michel Leitner und die Factor böse auf mich sind, sie ahnen es schon, dann ist mir das ziemlich egal. Im Gegenteil, wenn sie nicht böse auf mich wären, dann wäre das kränkend. Würde ich also großspurig behaupten, daran wäre irgendetwas mutig, dann wäre ich ja genauso ein lächerlicher Clown wie diese Witzfiguren, die da immer gegen die politische Correctness kämpfen und so tun, als würden sie mutig Thesen aussprechen, damit auch Verbote, Denkverbote durchbrechen, die es ja blöderweise überhaupt nicht gibt, was man schon daran sieht, dass ja eh jeder jeden Quatsch verzapfen darf und je schriller der Quatsch, umso öfter kommt man damit in eine Talkshow. Da hat der Kunstmensch gesagt, ja, da hast du recht und so habe ich das ja überhaupt nicht gemeint. Aber du knallst es ja auch den anderen rein, sagen wir salopp, die nicht deine Gegner sind, sondern eher auch diejenigen, die noch am ehesten deine Freunde sind. Denen dann sagst du es ja auch rein. Und das Beispiel hat er gebracht, wie die Sozis den Nico Bellinger in den ORF hieven wollten. Da hast du es aber denen richtig reingesagt und da habe ich mir gedacht, na, der traut sich aber wirklich was. Weil Feigheit vor dem Feind, das ist ja eh gar nicht so häufig. Viel häufiger ist ja Feigheit vor dem Freund. Und da hat er schon recht, da bin ich ganz seiner Meinung. Feigheit vor dem Freund ist in der Publizistik jedenfalls sicher weit häufiger verbreitet als Feigheit vor dem Feind. Und trotzdem, natürlich verrate ich Ihnen jetzt, natürlich fühlte ich mich ein bisschen geschmeichelt, aber ich habe dann auch gesagt, dass ich gar nicht glaube, dass es dafür so viel Mut braucht, weil erstens Freunde ist ohnehin relativ und vor allem, wenn man sowas macht, gibt man ja dann doch insbesondere einer Kritik und einem Ärger Ausdruck, den ganz viele Leute teilen, den in so einem Fall, um bei dem Beispiel zu bleiben, ja sogar mindestens 50% der sozialdemokratischen Parteifunktionäre geteilt haben. Und mein Publikum, mein Milieu sowieso. Also es ist überhaupt nicht mutig, irgendetwas dieser Art, was ohnehin in der Luft liegt, auszudrücken. Also mit einem Wort, wirklich mutig ist in der Publizistik etwas anderes. Wirklich mutig ist, mal etwas zu schreiben und zu sagen, womit man zunächst mal zumindest sein eigenes Publikum gegen sich aufbringt. Übrigens, by the way, daraus folgt in der Zeit grassierender Politikverdrossenheit natürlich auch, wirklich mutig ist, schon langsam nicht mehr zu kritisieren, wirklich mutig ist, zu loben. Diese Überlegungen wachsen in mir in letzter Zeit, weil ich mich natürlich in diesem Wahlkampf mit ganz vielen Leuten über Politik unterhalte, über dies und jenes und natürlich auch über den Faymann. Da redet man natürlich über dem seine Performance und ob er gewachsen ist im Amt und sein erstaunlicher Wandel zu einem glühenden Europapolitiker und die Interviews, die er so gegeben hat in den vergangenen ein, zwei Jahren, wo er praktisch nie was Falsches gesagt hat und sehr viel Richtiges. Ja, und das war noch vor dem sogenannten Kanzlerduell vergangene Woche, wo mir dann Leute SMS geschrieben haben, du, bin ich
parteiisch oder ist der wirklich gut? Ja, und ich meine schon auch, das ist doch alles okay und richtig, was der da sagt. Sicher nichts Überraschendes, sicher nichts wirklich Inspirierendes, aber eben halt doch ganz okay. Ja, und in diesen Gesprächen habe ich dann auch zu Kollegen und Freunden gesagt, und nicht nur zu Kollegen, die immer meiner Meinung sind, sondern auch zu Kollegen, mit denen ich ganz anderer Meinung bin, wie zum Beispiel den Kollegen Christian Ortner. Da habe ich zu denen gesagt, ich trage mich mit dem Gedanken, einen Artikel zu schreiben, in dem ich den Faymann lobe, in dem ich sage, er macht doch seine Sache irgendwie doch sehr viel besser als noch vor einigen Jahren. Er hat sich doch erstaunlich gewandelt. Er ist doch eigentlich ganz in Ordnung. Dieses Dolm-Image jedenfalls, das er hat und das er nicht los wird, das so auf ihm biegt, das überdeckt das doch nur. Aber eigentlich ist es doch ganz offensichtlich. Und einige und nicht wenige von den Leuten, denen ich das gesagt habe, die haben dann doch erstaunlich zurückgesagt, ja, da hast eigentlich total recht, ich sehe das auch so, aber das kannst du nicht schreiben. Wenn du das schreibst, das wäre wirklich mutig. Wenn du das schreibst, dann schreibst du gegen alle Vorannahmen an und gegen alle Klischees und allen Konsens, den die Leute im Kopf haben. Und die heutige Leser- und Zuhörerschaft, die wäre nicht mal bereit, die Argumente zu prüfen. Also die Argumente ernst zu nehmen und sie dann gegebenenfalls zu übernehmen oder zu verwerfen oder irgendeine Mischung davon. Nein, die würden nur sagen, der will jetzt nur originell sein. Und das wäre noch das Beste, was sagen würden. Andere würden sagen, der ist jetzt auch gekauft. Auch so korrupt, der will, dass der Faymann ihm einen Gefallen tut. Oder der ist halt ein Sozi und deswegen verbiegt er sich zu dieser steilen These, weil heute gerade Wahlkampf ist. Also, mit einem Wort haben die Gesprächspartner gesagt, die Leute würden alles Mögliche annehmen, nur nicht die Wahrheit, dass du das ernst meinst. Ja, und da bin ich dann nach und nach draufgekommen, man kann heute alles sagen. Nur, dass der Faymann seine Sache gut macht, nee, damit macht man sich zum Aussätzigen, wenn man das sagt. Ja, und das ist ja gleichzeitig auch wunderbar, weil was ist das denn für eine schöne Welt, in der es keinerlei Mut bedarf, die Regierenden zu kritisieren und extrem viel Mut, sie zu loben. Wobei natürlich ein ganz klein wenig pervers ist es auch. Ja, also wenn ich jetzt einen solchen Text schreiben würde wollen, dann würde ich in diesem Text in etwa das hineinschreiben. Der Faymann von heute ist doch ganz offensichtlich ein bisschen anders als der Faymann von vor ein paar Jahren. Er sagt, und soweit es im Rahmen seiner Möglichkeiten ist, macht er auch mehr oder weniger die richtigen Dinge in der Europapolitik, der Steuerpolitik, der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Er hat da aber nicht nur die richtigen Ziele, sondern er formuliert sie auch richtig, sodass er Menschen damit und dafür gewinnen kann. Das ist ja heutzutage keine Kleinigkeit. Man muss die Leute ja auch mit Argumenten überzeugen. Finanzmarktregulierung, Vermögensteuern, eine vernünftige Korrektur der Austeritätspolitik in Europa sind ja lauter richtige Dinge. Und er meint das, soweit ich das beurteilen kann, auch so. Und andererseits, wo hat er in den vergangenen Jahren so einen richtigen Blödsinn gesagt oder gemacht, der all den Spott und die Häme rechtfertigen würden, die üblicherweise einsetzen, wenn das Wort Faymann nur fällt? Und verstehen Sie mich nicht falsch, würde ich in einen solchen Text hineinschreiben, wenn ich einen solchen Text schreiben würde. Natürlich ist er nicht der Traumtyp, wie ich mir den progressiven Politiker wünschen würde, wenn ich ihn mir basteln könnte. Der ist kein Kreisky und kein Brandt, eh klar. Ich meine, zum Beispiel im Vorjahr diese EU-Ausschussgeschichte, in den er nicht gehen wollte, aber stattdessen hat er, um sich den Auftritt dort eben zu ersparen, der ÖVP den Gefallen getan, den abzudrehen. Und klar, seine Partei führt er betont uninspiriert, mit Leuten um sich herum, von denen man nicht bei jedem sagen kann, dass sie im Amt wachsen. Und in seiner Regierung auf den SPÖ-Kabinettsposten nirgendwo Leute mit Glanz, nicht mal irgendwelche knorrigen Gestalten, sondern lauter Durchschnittsfiguren. Und ja, auch dieses Branding seiner Person, dieses Hallo, ich bin der liebe nette Werner, das hat natürlich auch einen Haken bei allem, was daran natürlich auch sympathisch sein mag. Gerade als Kanzler würde man sich halt schon noch eine Person erhoffen, die, sagen wir mal, ein bisschen mehr Respekt erheischt als der Durchschnittspassant von der Straße. Klar, all diese Defizite hat er natürlich und vieles von der Kritik, die ich jetzt gar nicht aufzählen muss, der letzten Jahre, war berechtigt, ist teilweise immer noch berechtigt. Aber sein Image ist doch in jedem Fall viel schlechter, als er ist. Er macht doch seine Sache ganz gut. Man kann natürlich geteilter Meinung sein, ob angesichts der formulierten Defizite das schon reicht, zu sagen, dass er trotz all dem ein guter Kanzler ist oder ob man nur sagen muss, er ist kein ganz schlechter Kanzler. Und natürlich könnten Sie, wenn ich diesen Text schriebe, was ich natürlich nie im Leben tun würde, sogar zustimmen und dennoch einwenden, gut mag er auch besser sein
als sein Ruf, ist das natürlich kein großes Kunststück angesichts dieses Rufs. Aber so wäre meine These nicht einmal so weit kommen, die Leute mit dem Nachdenken, weil alle nur durch die Brille ihrer Vorurteile schauen. Sowas oder sowas Ähnliches würde ich in so einen Text schreiben, wenn ich ihn schriebe, wenn ich also mutig wäre. Aber das kann man öffentlich nicht sagen. Niemand traut sich das, glaube ich. Weil, wie der Orwell eben schrieb, ein moderner literarischer Intellektueller lebt und arbeitet in einem Zustand ständiger Angst, nicht so sehr im Hinblick auf die öffentliche Meinung im weiteren Sinne, als auf die herrschende Meinung innerhalb seiner eigenen Gruppe.